Der ist da drüben. Glücklicherweise nicht direkt am Einflugschacht. So, nicht hier den Tower platt machen. Was will der? Hat die Station Probleme mit mir? So, Hangar betreten. Sternhafendienste. Puh. Überlebt. Trotz der vielen Ablenkungen, die ich mir selbst habe zumuten müssen, durch meine ganzen Überlegungen, die ich mir gerade gemacht habe, habe ich es geschafft zu landen, ohne mein Schiff zu zerstören. Ich bin stolz auf mich. Jetzt habe ich die Fracht vergessen. Nee, Quatsch. Das wäre noch ein Highlight. So, 15.000. Nehmen wir gern mit. Und für den Rückflug bräuchten wir dann Gold oder Silber. Ich glaube, wir versuchen es mal mit Silber. Auch damit können wir uns pleite machen. 24 Einheiten für 111.000, alter Schwede. Ich bin da gerade echt am Überlegen, ob sich das wirklich, also ob ich wirklich meine ganze Kohle opfern soll. Weil wenn ich weiter so konzentriert fliege und mein Schiff zerstöre, ist die ganze Kohle weg. Die Ware, die ist ja nicht versichert. Clevererweise. So, ich mache hier 23 Einheiten. Und nehme dann noch ein bisschen Aluminium mit. Hat ja auch einen ganz guten Preis da oben. Da bleiben ja wenigstens 6.000, wenn ich schrotte. Gigantisch. Da könnte ich wieder bei Null anfangen. Was ein Spaß. So, ach komm, das fliege ich noch. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich mich langsam hier Richtung Ende vorbereiten soll. Ich mag es langsam, dass ich ein bisschen abgelenkt werde, nicht mehr ganz so kondensiert bin, wie ich das noch am Anfang von dem Stream war. Anstrengender, wie ich gedacht habe. Ohne Witz, das ist, als ob ich hier 3 Stunden aufnehme. So fühle ich mich gerade. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass das Spiel mich auch ein bisschen fordert. Gebe ich offen zu. Brain AFK kannst du hier ja nicht fliegen. Sonst kannst du dich von der Station abkratzen lassen. Oh fuck. Alter, was kommt denn da rein? Er hat aber gerade so durch den Eingang gepasst, oder? Wenn so einer reinkommt, wenn du gerade raus willst, dann gibt's auch Matsch. Ich drifte hier drin ohne Ende. Ich weiß nicht warum. Ich bin immer froh, wenn ich diese enge Nadelöhre hier hinter mir habe. Oh oh. Der Sprungpunkt ist auf der anderen Seite der Station, wie es aussieht. Äh,
Ja, so in etwa war meine kopfrechnerische Überlegung, ein Leben reicht dafür, glaub nicht. Aber es ist cool, dass du es ausgerechnet hast. Ja, ist atemberaubend groß. Sag mal, habe ich einen falschen Wegpunkt hier reingehauen? Ich glaube, ich bin langsam echt reif hier für die Insel. Galaktische Karte. Wir sind momentan. Ja, klar ist das die falsche Station. Da will ich hin. Deshalb war es nicht hinter der Station, es war die Station, mein Ziel. Ja, es ist schon atemberaubend. Wie viel? 380.517 Jahre, wenn jedes Sonnensystem nur 30 Sekunden braucht, besucht zu werden. Da reicht ein Leben aber überhaupt nicht, ne? Da kannst du schon mal so. Jetzt müssten wir mal rechnen. Durchschnittliche Lebenserwartung von 80 Jahren und dann könnte man mal gucken, wie viel Leben man bräuchte dafür. Das ist so richtig Nerd-Theorie jetzt. So, wo wollen wir hin? Da wollen wir hin. Ziel festlegen. Aber das ist schon, da kann man lange fliegen. Also ich glaube auch nicht, dass das jemals langweilig werden könnte. Weil es gibt ja irgendwie immer irgendwas zu erkunden hier in dem Spiel. Wenn man alle möglichen Kohle, also wenn man alles Geld der Welt hat und die größten Raumschiffe, die es gibt, und der gefürchtetste Pilot aller Zeiten ist, dann fliegt man halt einfach mal. Ja, keine Ahnung, ins Zentrum der Galaxie und guckt mal, was da so los ist. Oder fliegt in ein Piratensystem und guckt mal, wie lange ein Schiff durchhält, wenn 700 Milliarden Piraten einem angreifen oder so. Keine Ahnung. Also Beschäftigung findet man, glaube ich, hier in dem Spiel immer. Und der Spielsinn ist halt fast zu vergleichen. Ja, mit fast jedem, also eigentlich hat jedes Sandbox-Spiel das gleiche Ziel. Keins. Es gibt kein Gewinnen oder Verlieren hier drin. Verlieren kannst du vielleicht, wenn du pleite bist, aber ich weiß gar nicht. Ich habe gesehen, irgendwie, man kann auch den Spielstand löschen. Den Speicherstand löschen. Kann das sein, dass man hier sogar von vorne anfangen kann, wenn man seinen Speicherstand löscht? Hätte was. Wobei ich dann 100.000 einfach mal so in den Wind schießen würde, wenn ich es teste. Ich bin gerade am gucken. Irgendwie, ich habe echt Probleme, hier den Eingang zu finden bei diesen blöden Stationen. Ja, ich weiß, dass ich harmlos bin. Oh, ich bin Handelsrang aufgestiegen. Ich bin jetzt Krämer. Ich bin nicht mehr arm. Ich bin jetzt Krämer. Ich glaube, ich habe mich gerade verflogen. Ich habe auf den Chat geguckt und dann war plötzlich alles genau. Da sind wir wieder zu Hause. Das sieht aus, als ob da Laserstrahlen durch die Gegend ballern. Das ist vertrauenserweckend.
Ja, und Explosionen hat man auch gehört, zwei Stück. Und jetzt haben die Laserstrahlen aufgehört. Ich glaube, ich kann dann jetzt mal eine Anfrage machen, ob sie mich an Bord lassen. Ich glaube, die haben jetzt wieder Platz. So. Ja, aber gut, wenn man das zurücksetzen könnte, hätte man wenigstens wieder ein großes Schiff oder so irgendwas. Gut, natürlich, wenn auch alle Ränge und was man sich so erarbeitet hat, wäre auch alles weg. Es gibt ja auch diesen Preis, der ausgeschrieben ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. 10.000 britische Pfund kriegt derjenige, der es schafft, auf allen drei Stufen Handel, Erkundung und Kampf Elite zu werden. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass der da vor mir parkt. Oh, Scheiße. Das Schiff wird gerade zerlegt, weil es den Eingang blockiert. Ob das eine gute Idee ist, da jetzt reinzufliegen? Und schnell durch. So, Landeplatz 16 ist direkt hier unten. Ihr habt doch noch Kampf gesehen. Kampf der Station gegen blockierende Raumschiffe. Die kennen da nichts, da wird einfach abgeschossen, ne? So, einmal austarieren, einmal auspendeln. Und Landung. So, ich glaube, das war dann noch mein letzter Handel für heute. Vielen Dank an die doch so zahlreichen Zuschauer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen verwundert, dass doch so viel zugeguckt haben. War ja ziemlich spontan jetzt mein Stream. Ich habe das versucht noch irgendwie ein bisschen vorher anzukündigen, indem ich da diese Mail habe rausschicken lassen, dass ich heute Abend ab 20 Uhr dann streame. Normalerweise hatte ich eigentlich vor, das Ganze ein bisschen früher anfangen, also früher kundzutun. Auch mit einem Video auf YouTube. Aber ja, momentan ist jeder Stream für mich eher Test als richtiger Stream. Und da war das vermutlich alles noch ein bisschen knapp. Deshalb wundert es mich, dass es doch so viele geschafft haben, mal vorbeizuschauen. Dafür schon mal recht herzlichen Dank von mir an euch. Gucken wir gerade mal, was wir hier noch verdient haben. Oh, das ist aber gar nicht mal schlecht. Waren fast 20.000. Krass. Langsam kommt Kohle rein. Da könnte ich ja noch ausbauen, oder? Ich glaube, ich könnte noch ausbauen. Komm, das machen wir noch. Wir bauen noch aus. Das muss jetzt sein. So als Finale dieses Streams, das Frachtgestell 8 hier. Das ist Klasse 3. Wir können Klasse 4 verbauen, deshalb kaufen und austauschen. Und wir gehen aufs Frachtgestell Klasse 4, wenn ich es finde. So, da haben wir es. Und das bauen wir ein. Und dann habe ich jetzt eine Kapazität von 40 Tonnen, die ich transportieren kann. Pum. Ich glaube, hier unten kann ich noch einen Scanner erweitern, wenn ich das richtig sehe. Da habe ich einen Klasse 1 drin und könnte einen Klasse 2 verbauen. Und hier oben habe ich noch leichte Legierungen. Da habe ich Klasse 1 drin. Und könnte Klasse 8 verbauen, wenn ich das richtig sehe. Mal gucken. Nicht genug Credits. Das ist aber alles Klasse 1. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Aufklärungsscanner. Ja gut. Ich weiß nicht, ob man da noch einen größeren bebauen könnte.
Glaub nicht wirklich. Lassen wir es einfach. Ja. Ein bisschen ausgebaut noch hier zum Schluss. Jetzt kann ich 40 Tonnen sozusagen transportieren, habe noch 100.000 Cash. Und jetzt kann das Ganze im Prinzip so weitergehen, bis ich dann irgendwann so viel Kohle zusammen habe, dass ich mir ein neues Schiff kaufen kann, was 1 Million kostet. Und dann kann ich noch mehr Zeugs hin und her fliegen. Und das kann ich dann einen lieben langen Tag lang machen, bis irgendwann 100 Jahre rum sind oder so. Keine Ahnung. Es gibt ja kein Ziel hier in dem Spiel und deshalb kann das auch ganz schön langweilig und langatmig werden. Aber es gibt ja hier auch noch genug Abwechslung. Wenn ich mir noch eine Viper kaufe, kann man irgendwann noch mal ein bisschen Bounty huntern. Oder kann hier mal an der Auftragstafel gucken, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Gibt es hier auch die ein oder andere Mission, wo man Sachen von A nach B transportieren kann und dafür Geld kriegt. Zum Beispiel hier Spediteur gesucht für Leichtguttransport. Ich weiß nicht, ob das auch Ruf bringt, sowas. Wird 3000 Credits bringen, das ist ja nicht wirklich viel. Vela City, 2 Stunden müsste ich dort sein, wie auch immer. Gut, also so Sachen kann man da natürlich auch noch machen. Und deshalb, also langweilig wird es eigentlich nie. Man hat immer was zu tun, früher oder später. Und deshalb werde ich irgendwann nochmal wieder einen Livestream machen und dann hoffentlich auch mal was anderes zeigen können, wie einfach nur von A nach B fliegen und Ware handeln wie ein Bekloppter. Aber dafür, dass ich mit, glaube ich, 300 Credits und einem Frachtraum voll mit, keine Ahnung, was angefangen habe, Titan war es, glaube ich, war das ein ganz erfolgreicher finanzieller Abend. Sagen wir es einfach mal so. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn ich mal wieder stream, seid ihr wieder mit dabei. Anders besucht mal meinen YouTube-Kanal. Dort gibt es ja auch das ein oder andere Video noch zu anderen Spielen, falls ihr mich noch nicht kennt. Und falls ihr Abonnenten von mir seid, danke, dass ihr hier vorbeigeschaut habt. Das nächste Mal versuche ich es ein bisschen früher anzukündigen. Jetzt bin ich raus. Euch noch einen schönen Abend und ja, frohes Weihnachtsfest. Bis demnächst. Bye bye.